Schönen guten Tag, Leute. Willkommen im Tiergärtenclub. Bei uns geht es heute um Fußball. Tiergärtenreporter Mika ist zu Gast, Günther natürlich auch. Und ich freue mich sehr auf Joelle. Sie spielt in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg, hat die deutsche Meisterschaft gewonnen, die Champions League und auch schon den DFB-Pokal. Wie sie sich ihren großen Traum von der Bundesliga erfüllt hat, darum geht es heute im Tiergärtenclub. Aber es gibt natürlich auch das Duell Tigerenten gegen Frösche. Tigerentenclub mit Club-DJ Max, Günther Kastenfrosch. Und hier sind für euch Laura und Johannes. Hallo Leute! Willkommen im Tigerentenclub! Willkommen! Heute gibt es drei Fragen zu klären. Erstens, wer sammelt die meisten Notbremsen? Zweitens, wer hält sich länger auf der Rodeo-Ente? Und drittens, wer staubt am Ende den goldenen Pokal ab? All diese Fragen werden wir heute beantworten beim Duell der Bundesländer. Oh. Bayern gegen Hessen, genauer gesagt Nürnberg gegen Rüsselsheim. Genau aus diesen Städten kommen unsere Teams. Und hier sind sie. Hier sind meine Frösche von der Sabel-Realschule aus Nürnberg. Hier sind für euch Jolien, Emilian und Julia. Einen wunderschönen guten Tag. Hallihallo. Du siehst toll aus, Emilian. Vielen Dank. Julia, willkommen im Tiergärtenclub. Emilian übrigens schon angezogen für unser erstes Spiel. Aber jetzt wollen wir die Frösche näher kennenlernen. Das sind sie. Jolien hat tolle Hobbys. Sie liebt es zu kegeln und Querflöte zu spielen. Kommen wir zu Emilian. Seine Hobbys sind Radfahren, Zocken und Gesellschaftsspiele. Und das ist Julia. Ihre Hobbys sind Fußballspielen. Ihr schönstes Urlaubserlebnis war der Sommerurlaub in Bulgarien. Das sind also meine Frösche, auf die ich mich sehr freue und die ich ein bisschen kennenlernen möchte. Julia, wie würdest du euch als Team beschreiben? Wie tickt ihr so? Wir haben Kampfgeist, wir halten zusammen und wir sind lustig. Und natürlich werdet ihr auch unterstützt von eurer Klasse, die uns ziemlich coole Videos geschickt hat, um euch anzufeuern. Also, wir haben Fans, fehlen uns noch Notbremsen, aber die kommen von ganz alleine. Vor allen Dingen fehlen euch Gegner und das sind die Tigerenten. Sie kommen vom neuen Gymnasium Rüsselsheim. Hier sind Maila, Kahn und Francesca. Hallöchen. Guten Tag, Leute. Hi. Schön, dass ihr da seid. Meine Tigerenten sind gut drauf. Ich möchte sie euch vorstellen. Maila tanzt und singt super gerne und möchte gerne mal ihre Lieblingssängerin Melanie Martinez treffen. Kahn spielt super gerne Fußball und da liegt es nahe, natürlich Profifußballer zu werden. Und Francesca reitet, spielt Geige, spielt Tennis, liest und hört Musik, aber am allerliebsten verbringt sie Zeit mit Pferden. Ganz tolles Team, die Tigerenten. Francesca, beschreib doch mal eure Klasse. Also wir halten auch zusammen, aber wir sind auch sehr chaotisch manchmal. Super cool. Und wisst ihr was? Eure Klasse, die schaut ja auch heute zu und drückt euch ganz fest die Daumen. Wir schauen mal. Hört ihr uns, liebe 5C? Ja, schreien sie. Was meint ihr? Gewinnen die Tigerenten heute? Eine Frage, ich weiß. Aber also ich merke schon, bei den Tigerenten richtig gute Stimmung in der Bude, aber das heißt auch, wir müssen beginnen mit der Jagd auf die Notbremsen. Wir kommen zum ersten Spiel, dem Team. Check. Emilian und Kahn treten gegeneinander an bei unserem Spiel Meer, Wasser, Schwamm. Gleich kommen wir zum Spiel. Vorher, kommt mal weit nach vorne, ihr beiden. Wollen wir euch ein bisschen kennenlernen. Und Emilian, du hast einen großen Wunsch. Was ist das denn für ein Wunsch? Ja, ich würde gerne meinen Planeten haben. So einen eigenen Planeten haben? Was würdest du denn machen, wenn du deinen eigenen Planeten hättest? Ich würde nach Erzen suchen, ob da irgendwas Besonderes ist, Aliens oder so und vielleicht irgendwas anbauen. Irgendwas anbauen, so. Aber du wärst du dann alleine oder würdest du noch Leute mitnehmen? Weil das ist ja schon auch viel Platz, wenn man so alleine auf so einem Planeten... Ja, natürlich würde ich irgendwelche Leute mitnehmen. Okay, dürften denn Julia und Jolien mit, oder? Weiß nicht. Okay, ihr müsst euch anstrengen, damit ihr vielleicht auf den Planeten von Emilia mitkommt, okay? Kahn, du hast ein ganz enges Verhältnis zu deinem Bruder. Du findest den ganz toll. Ja. Wie sieht das so aus zwischen euch? Er ist ganz nett, er ist witzig und manchmal ärgern wir auch meine Eltern und die sind nicht so erfreut darüber und haben halt
ganz viel Spaß und ja. Jetzt wird Meerwasserschwamm gespielt. Was ihr beide machen müsst, ihr habt 60 Sekunden Zeit. Ihr habt ja diesen Schwamm auf dem Kopf und logisch, in diesen Schwamm muss Wasser rein. Passiert folgendermaßen, ihr tunkt euren Kopf in den Eimer, dann watschelt ihr nach vorne, dann muss der Schwamm an diese Scheibe gedrückt werden und läuft dann, wenn ihr schön feste drückt, in diese Eimer. Am Ende werden Laura und ich uns die Eimer schnappen, an die Waage hängen und dann gucken wir einfach, wer mehr Wasser gesammelt hat. So ist es, 60 Sekunden habt ihr Zeit und wenn ihr bereit seid, geht es los in 3, 2, 1, go! Schön rein damit, kommt Leute, let's go, let's go, let's go! Los. Ihr müsst anfeuern, Julia und Jolien! Los, Emilia! Gerade Emilia, an, los, gerade an die Scheibe, mehr rein! Ja, mehr rein. Sehr jawohl, gut. jawohl! Wenn ihr nass werdet, ist das richtig! Komm schon! Anfeuern, Leute, anfeuern! Geht tief runter, Emilia, geht tief runter! Ja! Richtig gut! Komm schon, Emilia! Und den Kopf ins Wasser. Das sieht gut aus, ja, genau, jetzt hast du es raus. 30 Sekunden noch. Das ist aber auch nicht leicht mit den Flossen. Das ist anstrengend. Ja. Oh, Emilia, das sieht gut aus. 20 gute Sekunden habt ihr noch. Komm schon. Super. Kahn, go. Auf geht's, noch 13 Sekunden. Oh, sauknapp. Komm schon. Ihr braucht euch 5 Sieben, Wochen nicht duschen. 6, komm, fünf, eine Runde schaffst du noch. 4, 3, 2, 1, vorbei. Stopp. Oh, toll. Oh, erstmal wieder Luft schnappen, wa? So, super, 5 Wochen nicht waschen, kein Problem. Jetzt kommen wir zur Entscheidung. Schnappt ihr den Eimer? Oh, das sieht aber schon recht gleich aus. Achtung, es ist sehr glatt. Es ist so schwer und es ist nass. So, der Eimer von den Fröschen hängt. Ja, von den Tigerenten auch. Wir lassen los. 1, 2, 3. Nein! Ja, ihr hört es schon! Die Tigerenten jubeln! Notbremse für die Tigerenten! Kahn, ey, hammermäßig! Du hast alles gegeben, oder? Wie war's für dich? Also, ja, anstrengend. Und, ja, ein bisschen nass. Also, du hast wirklich alles gegeben. Hast du die Luft angehalten? Ja, anderes. Das war sie also, unsere erste Notbremse. Aber natürlich geht es nicht nur um Notbremsen. Wir wollen auch tolle Projekte unterstützen. Und zwar mit 600 und mit 400 Euro. Jedes Team hat sich ein tolles Projekt ausgesucht. Liebe Frösche, wie heißt denn unser Projekt? Unser Projekt heißt Gemüseakademie. Genau, und bei der Gemüseakademie geht es um Folgendes. Euer Geld geht an Gemüsegärten, an Schulen mit besonderem Förderbedarf. Und diese werden gemeinsam mit Kindern bewirtschaftet. Und mit Hilfe von Herzenssache können alle beteiligten Schulen die Gemüsegärten fest als naturnahe Lernorte nutzen. Und mit dem Geld werden Geräte gekauft, es werden Pflanzen gekauft. Und es gibt auch Kochbücher für alle, die mitmachen. Also ein tolles Projekt der SWR und SR Herzenssache. Sehr schön. Francesca, wie heißt denn das Projekt der Tigerenten? Unser Projekt heißt Schwimmen für alle Kinder. Baden-Württemberg. Mhm. Und darum geht es bei diesem schönen Projekt. Immer weniger Kinder können nämlich schwimmen und mit Unterstützung von Herzenssache möchte der Verein allen Kindern die Möglichkeit geben, Schwimmen zu lernen, mehr Schwimmkurse anzubieten, aber auch neue Schwimmtrainer auszubilden, damit wirklich alle sicher im Wasser unterwegs sind. Also ganz tolle Projekte. Wir drücken beiden Teams die Daumen. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Wir kommen zum Froschhüpfen. Froschhüpfen heißt bei uns, Julia ist am Start, bei den Tigerenten ist es Francesca. Francesca, komm zu uns. Günther, kannst du bitte Platz machen? Du machst das ganz toll. Er liebt halt Froschhüpfen. Ja, ich Wie weiß. Könnte das anders sein? Das ist doch super. Bleib da ganz kurz sitzen, Günther. Julia, Francesca, kommt ein Stück nach vorne. Wir wollen mit euch etwas quatschen. Julia, was ich ja weiß, du bist gut befreundet mit Jolien. Ihr seid beste Freundin. Ja. Was macht eure Freundschaft denn so besonders? Was schätzt ihr aneinander? Ich mag sie, weil sie ist sympathisch, nett und sie ist auch lustig. Cool, so zwei tolle Freundinnen hier zu haben im Studio. Francesca, du bist Pferdefan. Wie sieht denn so ein Alltag mit den Pferden aus? Also im Sommer reite ich meistens, also circa zweimal die Woche. Mhm. Und das ist meistens ein Pony. Würdest du Günther auch als Haustier aufnehmen? Ja. Natürlich. Sehr gut. Also tierfreundlich und tierlieb ist Francesca. Und wir schauen mal, wie ihr zwei euch jetzt beim Froschhüpfen schlagt. Also, der Computer gibt euch beiden gleich eine Hüpfreihenfolge. Es werden 10 Felder sein. Ihr müsst ihr euch merken.
und dann nachhüpfen. Wer die meisten nachhüpft, der bekommt am Ende dann die ersehnte Notbremse. Gebt die Felder bitte mal frei. Und lieber Computer, gib uns eine Hüpfreihenfolge. Tretet auf eure Startposition und dann geht Froschhüpfen für euch los in 3, 2, 1, go! Okay, Francesca, was glaubst du, wie viele Felder hast du richtig? 5. 5? Also gut reingekommen und hinten raus warst du dir nicht mehr ganz so sicher. Ja. Okay, wir schauen mal dein Ergebnis an. Das Ergebnis für Francesca, bitte. 1, 2. Ah, leider nur 2. Julia, was glaubst du, wie lief es bei uns Fröschen? So 4. 4 würde reichen. Da vorne siehst du dein Ergebnis. Ich drücke dir die Daumen. 1, 2, 3, 4. 4 Felder für die Frösche. Julia hatte recht. Das heißt Notbremse für die Frösche. Ganz stark, Julia. 1-1. Das war unser Froschhüpfen. 4 richtige Felder für Julia. Damit gleichen die Frösche aus. Er steht 1-1 auf dem Notbremsenkonto. Und unser Gast heute ist eine der besten Fußballerinnen in Deutschland. Sie hat schon ganz oft die deutsche Meisterschaft gewonnen, den DFB-Pokal und auch die Champions League. Und sie spielt für den VfL Wolfsburg. Das ist Joelle. Sie ist Profifußballerin und spielt beim VfL Wolfsburg. Sie ist eigentlich Verteidigerin, aber Tore schießen kann sie trotzdem. Die Wölfinnen sind mega erfolgreich und haben schon viele Titel gesammelt. Mehrfach DFB-Pokalsieger, die Deutsche Meisterschaft und natürlich haben sie auch schon die Champions League gewonnen. Dafür müssen sie aber richtig hart trainieren. Und über all das sprechen wir heute mit Joelle, live im Tigerentenclub. Kopfballstark und super sympathisch, hier ist für euch live im Tigerentenclub. Hier ist Joelle! Hallöchen! Hi! Schön, dass du da bist. Schönen Hallo. Samstag. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Joelle, setz dich gerne. Und das ist ja richtig cool. Du hast uns 2 Trophäen mitgebracht. Welche sind das? Einmal die Deutsche Meisterschale und dann der DFB-Pokal. Darf man die anfassen? Natürlich. Ja, sind das die echten oder? Der DFB-Pokal ist der echte und die Meisterschale ist ein Duplikat. Das wird dann immer, nachdem wir sie überreicht bekommen, relativ zeitnah ausgetauscht. Ich meine, du kennst sie wahrscheinlich jetzt. Ihr habt die ja schon sehr, sehr oft gewonnen. Kribbelt es noch ein bisschen, wenn du sie siehst? Auf jeden Fall, immer. Also ich glaube, das sind einfach die Sachen, worauf wir das ganze Jahr hinarbeiten. Und es ist einfach immer schön, wenn wir die dann in den Händen halten können. Und ja, auch wenn sie jetzt hier stehen, ist es immer ein schönes Gefühl. Und ihr Wölfin seid ja echte Titelsammlerin. Der VfL Wolfsburg, einer der erfolgreichsten Vereine in Deutschland, wahrscheinlich der erfolgreichste Verein. Wie oft habt ihr die Deutsche Meisterschaft gewonnen und den DFB-Pokal? Also ich persönlich habe die Deutsche Meisterschaft 6-mal jetzt gewonnen. Wahnsinn. Und den DFB-Pokal 7-mal. Ja, sogar von Günther gibt es hier Applaus. Hast du zu Hause irgendwie ein Zimmer, in dem du diese ganzen Trophäen sammelst oder hast du Erinnerungsstücke? Genau, also die Trophäen stehen ja nicht bei uns, aber wir kriegen immer eine Medaille, jede Spielerin. Und ich habe in meinem Elternhaus, in meinem Kinderzimmer ein Trikot von jeder Saison, wo ich mir mal später eine Decke draus machen möchte. Ich habe meine Medaillen dort hängen, Fotos dort hängen. Also ach, cool. Sogar noch Fußballschuhe von früher, da habe ich auf jeden Fall eine Sammlung da. Das heißt, die Decke wird sehr, sehr groß. Ja. War das eigentlich schon immer dein Traum, Profifußballerin zu werden? Ich bin da eher reingerutscht, würde ich sagen, ja. Zufällig Profi zufällig geworden. Nee, ich hatte einfach immer viel Spaß am Fußballspielen und ich war immer sehr ehrgeizig. Und egal, was ich gemacht habe, ich wollte immer die Beste sein. Und ich glaube, das war dann auch das, was mich einfach so weit gebracht hat und dass ich es dann auch in die erste Mannschaft geschafft habe. Ihr habt in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft wieder gewonnen mit den Wölfen, auch den DFB-Pokal. Und das Finale war gegen Turbine Potsdam. Und das Finale ging ja am Ende ganz gut für euch aus. Vielleicht kannst du das erzählen. Ja, also ich glaube, so ein Pokalfinale ist immer was ganz Besonderes. Es ist ein Spiel, wo man dann wirklich seine Leistung abrufen muss. Und ja, die Atmosphäre in Köln, es ist immer ein ganz besonderes Spiel. Und
ja, mit Abpfiff hat man dann auch einfach dann hoffentlich diesen Pokal in den Händen. Und das ist einfach das Besondere an dem Pokalfinale. Und ich glaube, da geht man dann auch immer ja, mit einem positiven Gefühl einfach rein und probiert es zu genießen. Wie bereitet ihr euch eigentlich als Mannschaft auf so ein Spiel vor? Also gerade, so klar, ihr trainiert ganz viel, aber vorher in der Kabine. Ich meine, ihr wisst, ihr geht da jetzt raus und jetzt all eyes on you, es geht um was. Mhm. Ja, wir haben einen internen DJ, also von uns eine Mitspielerin, haben dann immer ein Lied, was gespielt wird, bevor wir dann wirklich raus auf den Platz gehen, dass wir dann so wissen, okay, jetzt geht's los. Und dann machen wir vor Anpfiff immer noch einen Kreis mit der Mannschaft auf dem Platz, wo dann noch mal ein paar Worte gesagt werden, mhm, wo wir unseren Spruch sagen. Wird ja richtig heiß gemacht. Ja. Schon. Und wie ist das in diesem Stadion, wenn man vor Tausenden von Menschen spielt? Ich meine, man kennt es ja, jeder von euch, wenn er mal auf dem Fußballplatz war, da stehen am Rand, steht Mama und Papa und die rufen rein und meckern. Wie ist denn das eigentlich bei euch Profis? Merkt ihr sowas noch oder hört ihr das gar nicht? Also ich bin im Spiel immer so fokussiert in meinem Tunnel, dass ich Einflüsse von außen relativ wenig wahrnehme. Man bekommt natürlich mit, wenn gute Stimmung ist. Das merkt man auf jeden Fall und das ist auch immer schön, das pusht einen auch. Aber so einzelne Rufe kriegt man eigentlich nicht so mit als Spieler. Ignoriert man einfach. Ja. Wenn Günther und ich eines wissen, dann Günther, Übung macht den Meister, oder? Gilt auch für euch, ihr müsst auch richtig oft trainieren. Wie sieht denn Training bei euch aus? Ist meistens immer so Step-by-Step aufgebaut, dass wir erst uns warm machen, dass wir dann in ein Passspiel übergehen, dann eine kleinere Spielform und dann in eine große Spielform übergehen. Was heißt kleine Spielform, was große Spielform? Eine kleine Spielform heißt einfach, dass meistens weniger Spieler involviert sind. Das heißt, man muss den Blick noch nicht auf so viele Mitspieler und Gegenspieler richten. Das ist dann meistens so ein 5 gegen 2, keine Ahnung, 6 gegen 3. Und eine große Spielform ist dann 9 gegen 7 oder ein 11 gegen 11 teilweise auch. Und jetzt sind wieder die Teams gefragt, nämlich die Tigerenten und die Frösche. Das nächste Spiel wartet. Ihr müsst euch Dinge merken beim Zweierlei. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen schnacken und zwar mit Myla. Du sagst, du kannst richtig gut Englisch sprechen. Ja. Warum kannst du das so gut? Ich bin halb Amerikanerin. Bist du denn ein Teil deiner Kindheit in Amerika aufgewachsen? Ja, ein bisschen. Und dort auch zur Schule gegangen? Ja. Deswegen kannst du auch so gut Englisch, ne? Ja. Kommen wir zur Jolene. Sie tritt für uns an, gleich beim nächsten Spiel. Jolene, ich finde, du bist unser Gute-Laune-Frosch im Team. Du hast immer ein Lächeln auf den Lippen und du magst besonders deine Mama und deine Schwester. Ja. Warum? Ist denn an den beiden so toll? Meine Schwester macht immer was mit mir und wir haben immer Spaß zusammen. Und meine Mutter ist einfach toll. Sie ist immer lieb, immer nett, sie ist immer hilfsbereit, ist immer für uns da. Ja. Jolene, komm mal nach vorne und Myla kommt auch ebenso nach vorne. Ihr beide spielt jetzt Zweierlei. Ihr müsst passende Paare finden. Es geht heute um Farben. Mhm. Wir suchen immer gleiche Farben, können aber auch unterschiedliche Motive sein. Aktuell steht es 1-1 unentschieden. Das heißt, wir müssen Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Stein fällt in den Brunnen. Das bedeutet, du hast gewonnen. Das heißt, wir fangen an. Frösche fangen an, genau. Wir haben ja gewonnen. Das Spiel Zweierlei beginnt in 3, 2, 1, go. Eine rote Tomate und gelbe Gummistiefel. Passt nicht so ganz, ne? Ja. Ihr dürft gerne sagen, welche Felder Myla auch aufdecken soll. Ist das weiß? Schwarz-weiß. Blau. Das merkt euch alle die Felder. Nicht. Okay. Das ist pink. Und blau. Myla, B1 und A3. Blau und A3 sagt Tan. Richtig. Das ist richtig. Zweimal blau. Erstes richtiges Paar für die Tigerenten. Und ihr dürft weitermachen. Richtig, grün. Und rot.
Grün und Rot, Chance jetzt für die Frösche. Ihr könnt laut mit Jolien reden. Rot wie eine Tomate. Sehr gut. Ein Paar richtig für die Frösche. Das heißt, die Frösche dürfen weitermachen. Schwarz-Weiß. C2. Jette. Die besten Freundinnen arbeiten richtig gut zusammen. Das zweite Paar. Eure Farbe, grün? Da. Warte. Da. Da. Ja, welches? Pink. Pink. Habt ihr gesehen auch, ne? Gut. Ja. Dann sind jetzt wieder die Tigerenten dran. Myla. Ja, eins. Such A1 und C1, oder? Eins C und 1A, ja. Myla, 1C. C1. Klare Anweisung von Francesca und das ist richtig, das ist ein Jawohl. Paar. Jawohl. Zweites Paar für die Tigerenten. Also, Gleichstand. Myla, du könntest jetzt ein drittes Paar vielleicht mit Glück aufdecken. Ja. Grün? Ja. Ah, das macht sie ganz easy. Sicherer Blick. Und dann deck uns noch das letzte Paar auf. Das ist schwierig. Was dreht sie wohl um? Gelb. Und die? Gummistiefel. Zwei richtige Paare bei den Fröschen. Und vier bei den Tigerenten. Also Notbremse ebenso für die Tigerenten. Myla, richtig gut. Das war ein tolles Teamwork, oder? Das war unser Spiel zweierlei. Am Anfang sieht es noch knapp aus. Jeweils ein Paar, dann liegen die Frösche in Führung. Aber am Ende holen die Tigerenten das Ding und gewinnen verdient diese Notbremse. Jetzt geht ab im Tigerentenclub. Wir kommen zu unserem Tanzbattle. Da brauchen wir natürlich unseren Musikexperten, der Mann an den Mischpulten. Wir brauchen DJ Max. Hallo, Beat on. Hallo, ihr beiden. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei zweierlei ist ja ein spannendes Spiel, aber die Action fehlt ein Ticken. Ja, oder? Ist ein bisschen ruhig. Ja, von daher, Wir machen jetzt ein bisschen Party hier im Studio. Ich habe Tänze mitgebracht und eure Aufgabe, liebe Tigerenten und liebe Frösche, wäre es, jetzt die Tänze zu performen. Die haben es echt in sich, die sind sehr kreativ, das verlangt alles von euch ab, aber ich bin mir sicher, ihr kriegt das hin. Vor allen Dingen wichtig, setzt die Bewegung um, aber vergesst natürlich das Tanzen nicht, weil sonst gibt das vielleicht auch keine Notbremse. Ich bin gespannt. Schön tanzen und sich ans Motto halten. Jolien, mach dich bitte bereit, Myla, mach dich bitte bereit. Tanzfläche ist frei. Es geht los. Myla, du fängst an mit dem Treppe-Runterrennen-Tanz. Yeah, coole Moves. Und die Frösche machen weiter. Mit dem Springreitentanz. Guter Sprung. Und die Tigerenten wieder. Mit dem endlich Ferientanz. Und die Frösche wieder. Mit dem Hula-Hoop-Tanz. Mega gute Moves. Myla wieder mit dem wie ein Elefant tanzen Tanz. Und die Frösche noch mal mit dem wie ein gruseliges Monster tanzen Tanz. Oh, der Zombie Tanz. Oh.
der Christ. Super cool. Das war unser Tanzbattle. Jolien gegen Myla. Hast du den Kick gesehen von Myla? Ja, hab ich gesehen. Hast du so einen Kick gemacht? Eben so. Okay, aber auch Jolien, mega Auftritt. Naja, gut, Max, es liegt an dir, bitte. Ihr habt wirklich beide alles gegeben. Also, die bei den Fröschen, coole Moves, gerade Hula Hoop. Die Moves waren richtig cool. Richtig viel Körpergefühl habe ich da gesehen. Und bei den Tigerenten auch der Kick. Ich bin auch Fan. Richtig gut. Ihr habt euch wirklich nichts genommen, Leute. Von daher, Punkt für die Frösche und für die Tigerenten. Jedes Team, eine Notbremse. Dankeschön, Marc. Juhu! Notbremse Nummer 3 für die Tigerenten und Notbremse Nummer 2 für die Frösche. Das war unser Clubstar und damit steht es jetzt 2-3. Wir sind zurück im Clubraum und haben eine kleine Fußball-Challenge für Joelle. Sie spielt in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg gegen Tigerenten-Reporter Mika. Mika, schön, dass du am Start bist. Hi. Mika, darf ich vorstellen? Hi. Mika, Joelle, Joelle, Mika. Mika, du spielst seit 6 Jahren Fußball. Wo und auf welcher Position? Ich bin Torwart und spiele im FC Lichtenthal. Jetzt stehst du hier neben einer Champions-League-Siegerin, U20-Weltmeisterin und so. Wie fühlt sich das an? Ist natürlich auch eine große Ehre, aber ich hoffe trotzdem, dass ich die Challenge jetzt gewinne. Genau, du machst Joe platt, okay? Genau. Ich muss ein bisschen jetzt, du weißt. Also, die Challenge sieht wie folgt aus. Die Challenge ist eine Mülleimer-Lupf-Challenge. Jeder von euch hat 3 Versuche Zeit. Ihr müsst bitte diese Bälle in diese Mülleimer hier vorne lupfen. Ihr macht das Ganze abwechselnd. Bevor es losgeht, Joelle, von dir ein paar Tipps. Wie sieht denn der richtige Lupfer aus? Also ich glaube, ich würde ein bisschen, also man muss auf jeden Fall unter den Ball kommen. Dass er natürlich nach oben gehoben wird, also dass man so ein bisschen Art schaufelt, dass er dann von oben möglichst in den Mülleimer reinfällt oder mit Glück vielleicht auf den Rand und dann nochmal rein. Was man ja braucht für dieses Spiel, gutes Ballgefühl. Hast du denn ein paar Tipps für uns, wie erlerne ich gutes Ballgefühl? Ja, also kann man auf jeden Fall sehr gut lernen, auch alleine zu Hause, indem man einfach sich einen Ball schnappt und dann kann man Innenseite, Außenseite immer im Wechsel trainieren. Dann kann man natürlich auch den schwächeren Fuß trainieren. Man kann auch mal mit der Sohle den Ball mitziehen. Wenn man dann ein bisschen besser wird, kann man das auch mit einem kleineren Ball machen und auch mit einem Tennisball sogar. Also da kann man auf jeden Fall sich gut weiterentwickeln. Danke für die Tipps. Jetzt kommen wir zur Challenge. Wer von euch beiden fängt an? Mika, du darfst entscheiden. Ich gebe dir den Vortritt mal. Okay, unser Spiel beginnt in 3, 2, 1, go. Erster Lupfer für Joelle und... Sehr so, knapp. Mika, deine Chance. Puh. Ah. Noch kein Treffer. Bist du eigentlich nervös bei sowas oder eigentlich gar nicht? Oder wie? Entschuldigung, ich bin still. Ja. Nein, es geht tatsächlich. Es geht tatsächlich. Ich hoffe, dass ich jetzt treffe. Mal schauen. Oh, nein. Versenkt! Erster Punkt für Joelle. Mist. Mika, lass dir Zeit, konzentrieren. Jetzt muss ich natürlich nachlegen. Oh, ja, stark. Der Ausgleich, damit steht es 1-1. Joelle, bist du eigentlich im Team bei euch bekannt für so fürs Ballgefühl? Gibt es auf jeden Fall andere, die auch noch besser sind technisch, aber ja, ich bin aber du bist schon ganz vorne mit dabei. Ja, okay. Kein Holzfuß. Kein Holzfuß ist gut. Versenkt. So, unentschieden oder... Ich nehme den mal raus. Genau, nimm den raus, das ist fair. Puh. So, letzter Ball. Jetzt muss ich natürlich treffen. Das war so stark. Das war nicht abgesprochen. Jeder hat 2 versenkt, also unentschieden. Mega gut gemacht, ihr beiden. Und jetzt geht's weiter mit unseren Teams. Willkommen zurück. Unsere beiden Teams müssen jetzt ihr Köpfchen anstrengen und beim Wiss-Quiz Fragen beantworten. Und diese Fragen kommen aus verschiedenen Kategorien. Das sind die Kategorien heute. Und zwar Tiere, Essen, Natur, Technik, Ritterburg und Physik. Ganz genau. Mit dem Buzzer wählen Myla und Jolien die Fragen aus, die dann beantwortet werden müssen. 3 Runden bestenfalls für jedes Team. Solltet ihr eine Frage nicht wissen, gibt es einen ganz besonderen Joker. Das ist der Nix-Wiss-Joker. Das heißt, wenn wir euch eine Frage stellen, ihr habt überhaupt keine Ahnung,
könnt ihr diesen Joker einsetzen. Das heißt, Laura und ich streichen eine falsche Antwortmöglichkeit. Aktuell liegen wir Frösche noch hinten. Das heißt, wir dürfen anfangen. Der Zufallsgenerator läuft für Team Grün ab jetzt. Was hätten wir gerne? Essen. Essen. Oh, Essen finde ich gut. Gib mir Essen. Oh. Ach, wir wollten Essen. Jetzt kriegen wir Natur. In den Städten sehen wir nur wenige Sterne. Und deswegen machen wir jetzt einen Ausflug. Wer nachts Sterne sehen will, muss raus aus der Stadt. Denn die Lichter dort strahlen so hell, dass wir die Sterne nicht sehen können. Also raus in die Berge, wo es dunkel ist und die Sterne sichtbar werden. Unzählige Himmelsbilder hat das Team in dieser Nacht gemacht. Das Sternensystem, also die Galaxie, zu der wir mit unseren Nachbarplaneten und der Sonne gehören, besteht aus Milliarden von Himmelskörpern. Sternenkundige beobachten die Galaxie seit Tausenden von Jahren. Deshalb hat sie Namen in vielen Sprachen bekommen, wie Silberfluss oder Rückgrat der Nacht. Hier ist sie gut zu sehen als weißes, gewundenes Band. Und da ist die Frage, wie nennen wir unser Sternensystem heute? Wie heißt unser Sternensystem? Nennt man das A, Seidenstraße? Ist das vielleicht B, die Milchstraße? Oder ist das C, die Schneepiste? Milchstraße. Milchstraße. Ja. Seid ihr euch da ganz, ganz sicher? Ja. Gut, dann loggen wir das ein, Milchstraße. Und diese Antwort ist richtig. Ja. Erster Punkt für die Frösche. Guter Start für euch. Wir legen nach. Oh, Zufallsgenerator ab. Maya, du darfst buzzern, wann immer ihr wollt. Ihr dürft auch Stopp rufen. Drück. Technik. Yes. Ja, Fahrtraining für die Profis von der Stadtreinigung. Und wie das aussieht, das schauen wir uns mal an. Schon im Sommer an den Winter denken. Das gehört für städtische Straßenreinigungsdienste dazu. Denn auch die Profis müssen lernen, mit einem breiten Schneepflug vor ihrem LKW zu rangieren. Damit braucht das Fahrzeug nämlich mehr Platz. Vor allem beim Wenden und Abbiegen. Die Straßen sind im Winter aber genauso eng wie immer und parkende Autos, Mauern und Pfosten sollen nicht gerammt werden. Beim Training stehen bloß leere Mülltonnen als Hindernisse herum. Jawohl, sieht gut aus. Und diese Hütchen, die im Straßenverkehr zum Absperren oder zur Markierung einer Strecke aufgestellt werden. Und das ist die Frage. Wie werden diese Hütchen bezeichnet? Hier kommt noch mal eure Frage. Wie werden die Hütchen zum Markieren einer Strecke bezeichnet? Ist es A, der Leitkegel, B, die Katzenaugen oder C, Schutzplanken? Ich würde A sagen. Ja, A. A, ich auch. Habt ihr das schon mal gehört oder wie kommt ihr da draus? Nein, aber ich weiß ja, dass B, das ist, ja, B sind ja die Katzenaugen vom Fahrrad und Kegel kann ich mir ja vorstellen, weil es ja die Form vom Kegel ungefähr hat. Sollen wir A einloggen? Ja. Dann loggen wir A, Leitkegel, ein. Gute Erklärung. Schutzplanke ist nämlich ein anderer Name für Leitplanke und manche Reflektoren werden Katzenaugen genannt. Richtig ist also der Leitkegel. Punkt für die Tiger. Es steht 1:1. Weiter geht's bei den Fröschen. Hier ist der Zufallsgenerator für euch. Tiere essen Ritterburg oder Physik? Ja, das wollten wir. Wir wollten was mit Essen, aber ich muss euch leider enttäuschen. Es geht nämlich um Gemüse. Oh Mann, ey. Gemüse. Auf den Feldern, das heißt Felder, in der Nähe von Stuttgart, wächst eine besondere Sorte Weißkohl, das spitze Filderkraut. Erntezeit ist im Herbst. Da ist es oft schon frostig am frühen Morgen. Im Weißkraut stecken viele Vitamine. Schon seit Jahrhunderten macht man an vielen Orten der Welt eine lang haltbare Spezialität aus Kraut. In Deutschland wird es dafür in Streifen gehobelt, gesalzen und gestampft, bis der Saft austritt. Und das ist die Frage. Wie heißt diese Spezialität aus Weißkraut? Liebe Frösche, wie heißt die lang haltbare Spezialität aus Weißkraut? Ihr kommt ja aus Nürnberg. Ja. Gut, wollte ich mich nur noch mal vergewissern. Nennt man das A, Eisenkraut, B, Sauerkraut oder ist das doch Brokkoli? Sauerkraut, das kann man lange halten. Ja, Sauerkraut. Sauerkraut? Ja, natürlich. Ja, weiß ich doch, mit was isst man denn Sauerkraut?
Ja, mit Bratwürsten. Ja. Ja, mit Nürnberger Rostbratwürstchen auch. Ja. Also, was loggen wir ein? Sauerkraut. Du lässt die Mädels hier arbeiten, Emilian, und du chillst hier, oder? Nein, also, ich muss überlegen. Ja, was nehmen wir? Ja, B. Ja, ich auch sagen. Sauerkraut. Ja. Loggen wir ein. Also, ihr seid nicht im Sauerkraut-Koma. Die Antwort ist richtig. Sehr gut, liebe Frosche. So, die Tigerten sind wieder dran. Und weißt du was? Wir gucken jetzt mal zu eurer Klasse 5C aus Rüsselsheim. Und ihr ruft jetzt einfach mal ganz laut Stopp. Und dann drückt Maya auf den Buzzer und wählt die Kategorie aus. Okay? Dann geht's los. Super, ja. Ja, Bock. Okay, dann ganz laut Stopp rufen. Physik. Hey, echt cool. Ist das gut oder schlecht? Ich glaube schlecht. Also bei Physik, ja, da gibt es nur einen, der sich damit auskennt, nämlich unser Jakob. Bitteschön. Willkommen zurück hier im Tigerentenclub Forschungslabor. Ich bin wieder beim Technischen Hilfswerk in Neuhausen, denn heute wird es gefährlich. Deswegen steht auch schon unser Sicherheitsbeauftragter, der Gerd, bereit, um mir zu helfen, wenn irgendwas passieren sollte. Ja, das heißt, Schutzbrille auf, wir machen ein feuriges Experiment. Ich habe hier zwei Trockeneisblöcke. Trockeneis ist gefrorenes CO2 und das ist sehr, sehr kalt. -78,4 Grad Celsius, also wirklich saumäßig kalt. Ja, und da habe ich schon so eine kleine Höhle reingemacht, denn da tue ich gleich eine leckere Füllung rein. Und zwar das hier, das sind Magnesiumspäne. Magnesium ist ein Metall und das brennt. Also, ich gebe nun die Späne hier rein. So, eine gute Portion. Zumachen. Und ganz wichtig, außer Reichweite vom Experiment stellen. Und jetzt habe ich hier noch eine Wunderkerze von Silvester. Das ist im Endeffekt meine Zündschnur. Die packe ich auch hier rein. So, und jetzt muss ich einmal meine Handschuhe anziehen, weil es halt so kalt ist. Und das Ganze verschließen. Und ihr kennt das ja. Feuer braucht Sauerstoff, damit es brennt. Und bei einer Kerze oder so, da holt sich das den Sauerstoff halt aus der Luft. Aber das hier ist verschlossen, sodass da keine Luft reinkommt. Und jetzt kann ich das Ganze anzünden. Wow, es geht los. Und die Zündschnur brennt herunter, kommt gleich in unseren Block an. So, geht es jetzt aus oder wird es brennen? Jetzt sollte keine Luft mehr nachkommen. Es brennt, und zwar richtig stark. Der ganze Block leuchtet. Aber wieso kann das denn brennen? Ich habe doch gesagt, es braucht Sauerstoff zum Brennen. Also woher kommt hier der Sauerstoff für die Verbrennung? Ja, woher kommt denn der Sauerstoff? Woher kommt der Sauerstoff für das Feuer im Trockeneisblock? Ist es A, aus dem Magnesium? B, aus der Luft draußen, oder C, aus dem Trockeneis? Trockeneis besteht ja aus CO2, hat er gesagt. Und C. Oder? Nee. Aus der Luft draußen, weil es ist ja nicht komplett verschlossen, oder? Also, weil da kann ja trotzdem noch Luft rein. Also ich weiß die Antwort leider nicht. Ich weiß, du guckst mich so fragend an und ich... Ist eine knifflige Frage. Wollen wir B machen? Ja, B. Ja. Also ihr wollt zocken? Auf B? Ja. Also ihr sagt, der Sauerstoff für dieses Feuer kommt dann aus der Luft draußen. Dann loggen wir ein. B. Und der liebe Jakob wird uns jetzt verraten, ob diese Antwort richtig ist. Hier brennt es immer noch ein bisschen. Doch warum passiert das denn jetzt? Weil ich habe doch gesagt, Feuer braucht immer Sauerstoff. Also hier passiert was ganz Spannendes. Das Trockeneis, das ist ja CO2, also Kohlenstoff und Sauerstoff. Und diesen Sauerstoff, den kann das Magnesium klauen, wenn es verbrennt. Und dadurch kann das Ganze dann doch brennen. Und diese Eigenschaft macht das auch total spannend, weil damit kann man zum Beispiel auch unter Wasser Magnesium verbrennen. Das sind dann die Magnesiumfackeln und die verwenden zum Beispiel Taucher. Und es glüht noch. Geil. Ich wünsche euch viel Spaß im Studio. Sorry. Spaßlevel ist gerade ein bisschen gesunken bei den Tigerenten. Die Antwort ist leider falsch. Damit gibt es leider keinen Punkt. Bedeutet spannende Konstellation jetzt bei den Fröschen, denn wenn ihr die nächste Frage richtig beantwortet, dann gehört uns die Notbremse. Wenn nicht, können die Tigerenten vielleicht ausgleichen, weil es nur noch zwei Kategorien gibt. Tiere oder Ritterburg. Zufallsgenerator ab.
Und es geht um Tiere, genauer gesagt um verliebte Vögel. Eine sehr besondere Art der Balz, also der Brautwerbung, haben Vögel, die in Australien leben. Sie müssen sich als Baumeister und Innenarchitekten bewähren. Etwa 20 verschiedene Arten dieser Vögel sind bekannt. Jede Art hat besondere Vorlieben, was die Ausgestaltung des Balzplatzes und das Bauwerk betrifft. Manche bauen schmale, hohe Gänge. Andere legen großen Wert auf den Bodenbelag. Dieser dunkle Vogel setzt auf Farbenpracht und hat allerhand auf dem Müll gefunden. Ein Weibchen ist zur Besichtigung da. Gefällt es ihr? Doch jetzt zur Frage. Wie nennt man diese Vögel, die ein Bauwerk errichten und schmücken? Die Vögel sind verknallt und machen dann was ganz Besonderes. Und wir wollen von euch wissen, wie nennt man die Vögel, die zur Balz geschmückte Bauwerke errichten? Suchen wir A. Laubenvögel, vielleicht B. Höhlenvögel oder C. die Architektenvögel? Was sagt ihr Vögel? Wollen wir den Joker nehmen? Ja. Das ist die letzte Frage. Ja, ja. Ja, wir nehmen diesen Joker. Ja, den Nixwiss-Joker? Ja. Julia hat daran gedacht, dann ziehen wir jetzt den Nixwiss-Joker. Das heißt, eine falsche Antwortmöglichkeit wird gestrichen. Und wir streichen C, Architektenvögel. Laubenvögel oder Höhlenvögel? Ihr braucht gar nicht flüstern. So eine Höhle, Höhle ist ja unter der Erde. Nein, die muss nicht sein. Die bauen keine Höhle, die bauen ein Nest aus Laub. Ja. Jolene, du darfst dich gerne hier hinstellen. Ja, ihr könnt laut reden. So. Ihr könnt laut quatschen. Beratet euch nochmal. Beratet euch nochmal. Ich will für A. Laubvögel. A. Oder? A. Ja, A. 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 Laubenvögel. Ja. Ihr seid die Chefs und Chefinnen hier, also. Ja, was jetzt? A. Ja, A. Okay. Wir loggen A ein. Wenn die Antwort stimmt, dann gibt es für euch eine Notbremse. Und diese Antwort ist richtig, Leute. Notbremse für die Frösche. Gut. Gar nicht schlimm. Jetzt schon drei. Julia hat an den Joker gedacht. Das war unser Wiss-Quiz und damit sind wir zurück im Clubraum und jetzt wird Joelle vom VfL Wolfsburg eure Fragen beantworten, die ihr gestellt habt im Live-Chat auf tiger@club.de. Miko und ich, wir lesen die Fragen vor und die erste Frage kommt von Marcel. Was war das größte und für dich besonderste Stadion, in dem du jemals Fußball gespielt hast? Das war tatsächlich in der letzten Saison im Camp Nou. Das war schon immer mal ein Traum von mir, dort zu spielen und dann auch mit der Kulisse. Also wir hatten da einen Zuschauerrekord, das war einfach überragend. Wie ist es da auf dem Platz zu stehen? Anders. Also durch die Kulisse war es total laut, man konnte sich kaum miteinander irgendwie verständigen und es war einfach total eine tolle Atmosphäre. Hinspiel ging ja verloren, aber Rückspiel habt ihr euch dann gerecht sportlich gesehen. Ja, ist so ein kleiner Beigeschmack dabei, aber ja. Mika, hast du eine Frage? Ja, du hast ja schon viele Titel gewonnen. Welchen willst du denn noch in deiner Sammlung haben? Tatsächlich möchte ich die Champions League auf jeden Fall nochmal gewinnen, weil das war, glaube ich, in meinem ersten Jahr, wo ich in der Frauenmannschaft gespielt habe, wo ich dann halt auch noch sehr jung war und noch nicht so viel Einsatzzeit hatte. Und da steht auf jeden Fall die Champions League ganz oben mit dabei. Eine Frage von Ralf. Könntest du dir vorstellen, auch mal im Ausland Fußball zu spielen? Gute Frage. Also für mich ist es einfach schön in Wolfsburg. Wir haben super Bedingungen, wir haben eine super Mannschaft, alles drumherum passt, Staff, Trainerteam und es ist halt auch irgendwie meine Heimat. Ich habe meine Familie da, meine Freunde aus Schulzeiten. Von daher schließe ich es nicht aus, aber gerade fühle ich mich sehr wohl in Wolfsburg. Lara fragt, hast du dich schon einmal stark verletzt? Ich glaube, meine schlimmste Verletzung war eine Schambeinentzündung, die ist jetzt nicht akut in einem Spiel passiert, sondern es hat sich einfach durch eine hohe Belastung dann so eingeschlichen und dadurch war ich dann ein halbes Jahr lang raus, habe es dann in der Wintervorbereitung probiert, wieder einzusteigen und war aber noch nicht wieder fit, hatte immer noch Schmerzen und dann war ich insgesamt, glaube ich, so ein Dreivierteljahr raus. Dann eine Frage von Nadine, berechtigterweise. Hast du auch andere Hobbys außer Fußball? Machst du noch was anderes? Ja, tatsächlich einige. Also ich spiele seit anderthalb Jahren Klavier, bringe es mir selber bei. Krass. Ich male gerne, treffe mich gerne mit Freunden, gehe einen Kaffee trinken. Ja, das sind so meine meist ausgeübten Hobbys. So verbringst du deine Zeit einfach. Genau. Schön. Was mich jetzt auch noch
interessieren würde und Hannes auch fragt, wie viele Kilometer läufst du denn so in einem Spiel? Ungefähr zwischen 10 und 12, je nachdem, ob das Aufwärmen mitgetrackt wird. Also wir haben in jedem Spiel so einen Sender hinten drin, wo unsere Laufdistanz auch aufgezeichnet wird. Wo ist der Sender? Im Trikot? Nee, wir haben so einen Sport-BH mit extra Senderfunktion drin. Ah, okay. Genau, und so um die 10 bis 12, je nachdem, mal 13 Kilometer. Dann hätte ich noch eine Frage. Das ist richtig viel, oder? Ja, schon. Ja. Uli fragt, wann spielst du wieder für die Nationalmannschaft? Gute Frage. Ich hoffe bald, kann ich aber jetzt also so nicht beantworten. Ich kann einfach meine Leistung im Verein zeigen und dann hoffen, dass ich irgendwann mal wieder eingeladen werde. Wenn die Bundestrainerin zuschaut, nominieren. Ja, genau. Auf den Tigerenclub hören, liebe Martina. So, hast du noch eine Frage? Ja, genau. TJ fragt, wie fühlt es sich an, im Finale zu stehen? Oh ja, gute Frage. Ist immer was Besonderes. Es kommt wirklich auf dieses eine Spiel drauf an. Es ist meistens eine atemberaubende Kulisse. Und ja, ich glaube, man möchte einfach seine beste Leistung abrufen und dann am Ende auch dann den Pokal in den Händen halten. Liebe Joelle, vielen, vielen Dank für deine Antworten. Danke natürlich an euch da draußen für eure Fragen, die ihr uns gestellt habt im Live-Chat. Jetzt geht's weiter mit den Teams. Es gibt ja noch eine Notbremse zu vergeben. Im nächsten Spiel geht es darum, am Ende des Quälgangs mit diesen Eimern eine Pyramide zu bauen. Ganz unten müssen 4 Eimer verbaut werden. Günther, vielen Dank, so ähnlich funktioniert's. Am Ende auf jeden Fall 10 Eimer und aus diesen 10 Eimern gibt es eine schöne Pyramide. Wenn die Pyramide steht, gibt's auch die Notbremse. Und unsere Teams sind schon heiß auf den Quälgang. Sie stehen bereit bei DJ Max. Ja, und Jolene und Myla, die nehmen sich wirklich gar nichts, im Clubstar auch schon nicht und jetzt erst recht nicht. Es geht los in 3, 2, 1, los! Wow, Turbostart bei Jolene von den Fröschen. Myla hängt da schon ein gutes Stück zurück, direkt beim ersten Hindernis. Los, Myla, komm! Die Frösche liegen sehr gut vor, liegen jetzt bestimmt schon 3-4 Meter im Vorsprung. Sehr gut, Jolene, sehr gut, sehr gut, komm schon! Los, Myla, komm! Myla, gib Gas! Legt dann auf geht's, Jolene, der Vorsprung ist super! Auf, Myla! Jawohl, ab durch die Mitte! Go, 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 go! Sehr gut, Jolene, durch die Dinger, komm schon! Myla, Myla! Komm schon, komm schon! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, wie beim Marathon! Komm, 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 komm! Und jetzt 10 Eimer verbauen! Über die Brücke, jetzt. Über die Brücke! Oh, jetzt ist Kondition gefragt! Super, komm, super, komm, komm, du bist vorne! Fahr das Ding nach Hause! Ich weiß, es ist anstrengend, aber durchziehen! Zähne zusammenbeißen und weitermachen! 4 bei den Fröschen, kommt! 3, 2, 1 dann! So, das Fundament ist gleich gebaut. Auf geht's, Jolene! Komm, Myla, ich weiß, Jolene, es ist anstrengend, weiter geht's! Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ah, das ist so kräftezehrend. Komm, 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 komm! 2 Eimer noch! Ausdauer ist gepackt! Ah, nein, der letzte Eimer bei den Fröschen! Jolene, der letzte Eimer! Bitte! Oh, Myla! Der Eimer, der Eimer! Yes! Das bedeutet, die Pyramide ist fertig! Die letzte Notbremse geht an die Frösche! Jolene, das war eine sagenhafte Leistung! Jolene setzt sich bereit im Quälgang ab. 2-3 Meter ist sie vorne und den Vorsprung, den behält sie auch ganz am Schluss. Die Eimer stehen, die Pyramide ist perfekt, also Notbremse für die Frösche. Die letzte Notbremse vor dem großen Finale muss erklettert werden und Emilian und Kahn werden unsere Klettermaxe sein und folgenden Parcours absolvieren. Es geht los, da oben in 3-4 Metern in der Höhe mit dem Bretterseiltanz. Wenn man diesen absolviert hat, kommt ganz locker flockig der Tarzansprung. Bitte einmal rüber und dann ist Kraft gefragt, denn dann geht's durch unser Hangelhindernis mit stetig wechselnden Hindernissen und ganz zum Schluss, als würde es noch nicht reichen, kommt das Spinnennetz. Wenn man das absolviert hat, wartet die Glocke. Da bitte ordentlich dagegenhauen gegen die Glocke. Dann stoppen wir die Zeit und diese Zeit muss dann von den Tigerenten geschlagen werden. So geht der Klettergarten. Emilian, du bist bereit? Jawohl. Er steht geht auf. Das wäre nicht schlecht. Ja. Alright, volle Power für dich. Es geht los in 3, 2, 1, go! Komm schon, Emilian! Beißen, beißen, sehr das gut. Ist anstrengend. Ja, aber er hat keine Emilian. Angst.
hier. Sehr gut, das erste hast du geschafft. Jetzt das Seil nehmen, ab zum Tarzansprung. Seil mitnehmen, Seil mitnehmen. Jawohl. Schön weit oben greifen und los geht's. Lässig, lässig. Super. Und jetzt nimmt Emilian Tempo auf. Durch das Hangelhindernis erstmal die Röllchen abhaken. Dann ab in das Säulenchaos. Das ist absolutes Chaos. Ja. Das wackelt aber auch. Aber macht er richtig, richtig gut. Schlägt sich sehr tapfer, Emilian. Man soll natürlich nicht abheben, aber im Klettergarten muss man genau das Gegenteil machen. Und Emilian macht das super. Er will nicht umsonst seinen eigenen Planeten. Und hier geht's mal los mit dem Klettergarten, den er dominieren möchte. Vielleicht gibt's auf seinem Planeten dann auch einen Klettergarten. Das 60 cool. Sekunden hat er auf jeden Fall schon durch. Und jetzt durch das Spinnennetz. Komm schon, Emilian! Durchs Spinnennetz. 1:22 aktuell. Komm, gib noch mal Gas. Emilian. Emilian. 1:30 Sekunden. Die letzten Meter. Komm schon, komm schon. Emilian. 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 Die Glocke wartet auf dich. Gib mir die Glocke! Und? Wir vorbei! 1:56. Liebe Laura, das ist die Zeit, die wir euch schenken. Dankeschön, aber bitte. Die muss Kahn erstmal toppen. Der startet jetzt als zweites in den Kletterparcours. Kahn, du bist bereit? Heiß auf den Kletterparcours, dann geht es für dich los in 3, 2, 1, go! Komm schon, Kahn! Jawohl, das sieht gut aus! Guter Start, der Mann hat Kraft in den Armen und in den Beinen. Super Tempo. Oh, ganz kurz gestolpert, aber er fängt sich ab. Gar kein Problem, weitermachen. Jetzt mit Schwung. Jawohl. Und Kahn kommt im Hangelhindernis an. Das sieht super aus, souverän. Kahn hat noch 1:20. Halte Fuß durch. Kahn, deine Klasse feuert dich richtig an. Kahn, 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 Kahn. Und nur noch ins Spinnennetz. Du hast 1 Minute dafür Zeit. 1 Minute für das Spinnennetz. Das sieht machbar aus. Ich möchte jetzt nicht ganz so optimistisch sein, aber man kann schon mal Richtung Notbremse. Jetzt muss schon einiges passieren. Man kann schon mal Richtung Notbremse lunsen, ne? Komm schon, Kahn, noch ein paar Meter. Und vorbei! Lieber Kahn, unfassbar! Du hast die Zeit von Emilian um ganze 33 Sekunden geschlagen und damit geht die allerletzte Notbremse vor dem Rodeo an die Tigerenten! Yippie, yippie, ey! Ja! Ja, Mann, sagen die Tigerenten und das völlig zu Recht. Kahn rasiert den Klettergarten, liefert ab. Er kommt mit über 30 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Das heißt, wir gehen ins große Finale mit einem Notbremsen-Gleichstand. Und jetzt kommt er, der wilde Ritt auf der Tigerente. Finalzeit im Tigerenten-Club. Mensch, was ein spannendes 4:4 zwischen beiden Teams bis hierhin. Julia und Francesca werden jetzt alles auf der Rodeo-Ente geben. Ganz kurz die Spielregeln. Wenn die Notbremse benutzt wird, hält die wilde Tigerente ganz kurz an. Das heißt, die Reiterinnen können durchschnaufen. Ihr da oben bitte auf gar keinen Fall mit beiden Händen festhalten. Dann geht die rote Lampe an. Der Ritt ist vorbei. Ansonsten von Laura und mir viel Erfolg. Toi, das toi, toi. Große Finale beginnt in 3, 2, 1, go! Auf geht's, Julia, komm schon! Francesca! Julia! Francesca! Julia! Francesca! Julia! Francesca! Julia! 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 4:4 Notbremsen! Schön nach hinten gehen, locker bleiben!
Oh, keiner setzt die Notbremse ein. Komm schon, Julia. Schaffst du. Notbremse, sagt sie. Ja, gut gesetzt. Jolien, wollen wir keine setzen? Konzentration. Wir haben noch vier. Wollen wir keine setzen? Oh. Julia, wir müssen Notbremsen setzen, Leute. Wir haben noch drei. Schrei einfach Stopp, okay? Setz mal eine, Jolien. Setz doch mal eine. Warum? Warum nicht? Oh, Mann, du zockst. Konzentration. Okay, okay, Leute. Halt dich, Francesca. Julia, du hältst durch. Ja. Gut gesetzt. Gut gesetzt. Keine Notbremse. Weiter, weiter, weiter. Bremse mehr. Wir haben keine mehr. Meine Kämpferin, das schaffst du. Komm schon, Julia. Jolien, setz die Notbremsen. Wir haben noch so viele. Halt dich, halt dich, halt dich. Sieht gut aus. Versuch dich zu halten. Oh. Ja. Ja. Francesca. Oh mein Gott. Super, ihr habt mich gefreut. Oh, was ein Finish. Francesca. Ich hoffe, dass du diese Kraft noch mehr geholt hast. Liebe Tiger, verdient für euch der Goldpokal. Herzlichen Glückwunsch. Super habt ihr das gemacht. Ey, guckt mal, eure Klasse rastet aus. Vielen Dank auch an euch. 5C vom neuen Gymnasium. Liebe Frösche, ihr wart so ein cooles, sympathisches Team. Deswegen gibt es für euch heute den Silberpokal. Ihr dürft euch freuen. Super gute Team. Francesca, das war krass. Das war krass. Und 400 Euro auch an die beiden Herzenssachenprojekte. Das nenne ich mal ein Finale, aber Francesca bleibt länger auf der wilden Tigerente. Glückwunsch an der Stelle an die Tigeretten, habt ihr mega gemacht. Ja, und das war's für heute im Tigerettenclub. Danke an euch zu Hause fürs Dabeisein und danke an unsere tollen Gäste, an Tigerettenreporter Mika und an Joel vom VfL Wolfsburg. Schön, dass ihr hier wart, Mensch. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Es gibt natürlich noch Geschenke für euch und zwar eine Trophäe, die Joel noch nicht hat. Eine Tigerente, bitteschön. Vielen Dank. Und Mika für dich natürlich auch. Dankeschön. Zwei Wochen geht's los mit der Bundesliga-Saison. Was steht für euch an? Mission Titelverteidigung? Auf jeden Fall Titelverteidigung und ein guter Saisonstart. Schön. Wir drücken der ganzen Mannschaft die Daumen. Grüße an alle und wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.